Moin Moin Leute, ich bin der Kopf des Brain oder F1 Janik und begrüße gerade dich zu einem wundervollen neuen Part von Super Mario Mario and Rabbit's Kingdom Battle. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und düsen jetzt hier hinauf zu Toadette. Zumindest glaube ich, dass das jetzt schon der direkte Weg sein wird. Ich glaube, wir haben jetzt keinen Fight mehr, der uns aufhält und werden dann vielleicht sogar sehen, wie Mario und Rabbit oder wie der Mario Rabbit dann aus seinem Eis gelöst wird. Fünf! Vorher haben wir hier aber noch eine Kiste. Die darf... Ah, ne, die haben wir sogar schon geöffnet. Mann, bin ich ein Fuchs. Die Hälfte, Freunde. Die Tore-Knacker. Wundervoll. Au. Oh. Da musstest du rein. Aber jetzt ist der ja da. Bleibt der ja da drin. Das ist doch doof. Hey. Alright. Oh nein. Machst du jetzt wieder irgendeinen bösen Boss oder so? Oh oh. Lizzy and Sandy. Heißkalte Fieslinge. Heilige Scheiße. Besiege den Miniboss. Der sieht nicht für mich aus wie ein Miniboss, sondern eher wie heilige Scheiße. Ich werde sterben. Aber okay. Natürlich. Ist hier, glaube ich, erstmal mit Peach hier irgendwo hier in Deckung. Versuche auf den da hinten zu schießen. Mit Sonneanimation kannst du nur treffen. Und ihn töten. Yay. So, Luigi hat ja sowieso immer sein krasses Fernrohr und sieht von überall gefühlt jeden. Hier allerdings leider nicht. Da kriegt er kaum einen ins Visier. Die Musik hat gerade sehr gut gepasst. Wir haben auch gerade gar nicht Luigi gesteuert. Gut, Janik. Ist auch so eine Sache. Ne? Muss man auch erstmal verstehen, wen man da gerade steuert. Ja, Freunde. Aber trotz dessen... Wie weit können die sich überhaupt bewegen? Das wissen wir ja gar nicht. Ist das euer Ernst? Die können sich 9 Felder bewegen. 9. Ihr wisst, wie viele 9 Felder sind, Freunde? Ach, guck mal, da links kann man rein. I didn't see that. Ja, wenn die sich 9 Felder bewegen, dann möchte ich jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt so weit nach vorne, weil sonst treffen wir uns sofort. Aber wir können versuchen, ihn zu treffen. Komm schon. Baby. That's nice. So, egal wer sich bewegt, er kriegt auf die Nase. Das möchte ich sehen. So ist das gut. So, du kannst auf niemanden schießen. Freunde, zeigt mal, was ihr drauf habt. Ihr seid ja die kleinen Gegner. Ihr seid jetzt ja nicht die Schlimmsten. Schade, ich habe gehofft, dass ich ihn wegschmeißen kann mit einem Schuss. Au. Och. Der ist tot. Der ist tot. Ich habe gehofft, dass ich mit meinem Eisenblick wen anders treffen werde. Und nicht ihn, der nur noch so wenig Leben hat. Aber nun gut. Was macht ihr jetzt, Freunde? 420 Leben. Wenigstens hat er sich selber unter Brand gesetzt. That's something. Und ein Schild kannst du dir auch noch geben. Und du wirst jetzt Luigi einfach mal instant töten. What the fuck just happened? What the actual fuck just happened? Ich komme gerade minimal nicht drauf klar, was hier gerade so abging. Ich würde sagen, wir verziehen uns erstmal. Ach, schön. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht schießen oder so, ne? Man weiß ja nicht, was Frost bringt. Ah, ne, wir können unsere Fähigkeit nicht einsetzen. Okay. Wir treffen ihn zu 0%. Wenn du links rum zielen würdest, könntest du ihn eigentlich so gesehen aus der Perspektive raus mit 100% treffen. Aber wir wollen ja nicht kleinlich sein, ne? Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein gigantisches Problem eigentlich, Freunde.
Weil wir sind nur noch zu zweit und haben einen Gegner, ja, der knackige 420 Leben hat und einen Gegner, der 210 Leben hat. Alles schmerzt. Aua. Du triffst doch eh, oder? Natürlich triffst du eh. Und dein Schild hast du auch schon wieder. Oh, shit. Du stehst genau ein Feld außerhalb von meinem Schild. Ich möchte dich gerne kloppen. Ja, wenn man den jetzt mit seinem Schild... Ja. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich... Ja, stimmt. Der trifft einen ja eigentlich dann immer. Also egal, was wir vorhaben. Der haut einem ja immer einen auf 12. Weil der auch immer seinen Move da benutzt. Scheiße. Ist schon ein bisschen krass jetzt gerade. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wir werden es halt noch nicht mal überleben, irgendwas zu tun. Also nicht ansatzweise. Wir werden den Eistypen vielleicht irgendwie getötet kriegen. Ja, Peach stirbt jetzt. Ja, Peach ist tot. Ja, komme ich gerade noch gar nicht hinter, wie wir den Fight irgendwann mal schaffen sollen. Also die Taktik, was wir hier tun sollen, das erschließt sich mir noch gar nicht. Das weiß ich nicht. Wie das funktioniert. Boah. Bin ich erstmal gerade raus. Wir schießen den erstmal. Gegner sind außer Reichweite. Warum habe ich denn damit null? Ach so, doch, da. So, ich wollte schon sagen. Das war ein bisschen cool. Ich hatte gerade den Hammer ausgewählt. Das macht Sinn. Was wir halt richtig gut gebrauchen könnten, ist so ein Move, dass wir auf einen draufspringen oder so und ihn dann wiederbeleben. Der Move, der wäre ultra nice. Aber da wir den nicht besitzen... Looks pretty shitty for us. Ja, der hat ja eh seinen Wurfradius, von daher wird er uns mit der Granate auf jeden Fall treffen. Jo. Eieiei. Naja, wie gesagt, ist halt zu Recht schon ein Miniboss. Muss man zugeben, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt ja auch nicht einer, der jetzt einfach... aufgibt oder so, das wäre auch blöd. Selbst da haben wir überall 0% Trefferchance. Wo könnten wir denn treffen zu 100%? Nirgends, weil der dahinter steht. Und der ist immer... Die Minibosse sind pfiffig. Die stellen sich genau außerhalb davon. Ja, aber komme, was wolle... Ja, gut, wir sind jetzt eh tot. Zack. Alle sind tot. Wir haben das allererste Mal ein Game Over Screen. Alle sind gestorben. Schlacht verloren. Vorher noch nie passiert. Ich schmeiß einfach ihre Perücke hin. Reicht dann auch. Tschüss. Ich möchte die Schlacht neu starten, ja. Fuck. Weiß ich immer noch nicht so wirklich, wie man da jetzt wirklich den besten Start hinlegt, sag ich mal. Also die Kleinen anfangs auszuradieren ist vielleicht gar nicht mal blöd. Ich glaube, alle verteilen ist halt doof. Thank you.
Ja, die 50% Chance hat er auch hier. Kann er die eigentlich auch da reinhauen. Ja. Jetzt will ich mich erstmal mit Mario bewegen. Und zwar will ich mit Mario hier hin. So, und jetzt versuchen wir mal ein bisschen was. Ich will mit Mario die Helden sich aktivieren. Ich will mit Mario mit 50% auf ihn draufschießen. Okay, jetzt hat Luigi auf jeden Fall die 100%, ihn zu treffen. Das ist gut. Peach stellen wir erstmal... stellen wir erstmal hier ab. Du triffst ihn da immer noch nur zu 50%, das ist heftig. Aber... es hätte nicht mehr schief gehen können wie in diesem ersten Run. Halleluja. That's complete shit. Wir haben nicht einem Gegner Schaden gemacht. Und kriegen dafür auch noch Schaden. Eure 50%igen treffen natürlich immer, ne? Der kann jetzt wenigstens gar nichts machen. Das ist etwas. Gehst du auf Peach, gehst du auf Luigi? Auf Luigi. Weil Luigi am wenigsten Leben hat. Und auf Luigi, weil der hat keine Deckung mehr. Luigi darf am Anfang nicht so früh sterben, das ist scheiße. Egal wie sich Luigi jetzt bewegen würde, er würde verrecken. Luigi stirbt sowieso. Mann! Bullshit, ey. Fucking Bullshit. Oh. Fuck. Es kann doch nicht sein, dass ich in Welt 2 schon an so einem Punkt gerate. Das tut weh. Das tut extremst weh. So, wir versuchen jetzt einfach so viel Schaden wie möglich dem Dude zu machen. Ja, auch. Och. Ihr beide hattet das drin. Haben wir dem nicht gerade gefühlt viel zu wenig Schaden gemacht? Ich dachte, ich habe dem viel mehr Schaden gemacht. Haben wir von da oben auch immer noch eine 100%ige Trefferchance? Ne, ist zu weit weg, ne? Natürlich. Dass wir die kleinen Rabbits jetzt gerade zum Beispiel auch am Leben lassen, ist halt auch kacke. Es ist... alles ist gerade einfach schwierig. Weil egal wie wir auf dem drauf knüppeln, der hat halt immer noch so viel zu viel HP. Au. Können eure 50er bitte nicht immer treffen? Gab es jetzt einen 50er, den die Gegner verhauen haben? Ja, Peach verreckt jetzt auch, weil der andere noch drauf knüppelt. Und... that's it. Boah. Komm ich nicht hinterher. Den Bossfight schaffe ich noch nicht. Also krieg ich auch keinen Kopf drum, wie der funktionieren soll. Also ich gehe gerade schon jeden Schritt, den ich mache, irgendwie doppelt und dreifach durch, um zu gucken, dass man da irgendwie viel besser machen kann. Aber es gibt einfach nichts, was man da viel besser machen kann. So. That's the problem. Hast du gerade meine Münzen eingesammelt? Du Häufchen.
Ja, meine Deckung ist jetzt gleich weg. Nämlich jetzt. Und er hat 100% auf uns. Und wenn wir uns bewegen, kriegen wir von ihm noch einen rein. Das ist so ein asoziales Zusammenspiel von den beiden. Alter Vater. Seht ihr, ich krieg den halt noch nicht mal. Ich krieg noch nicht mal einen von den Minibossen tot. Das schaffe ich noch nicht mal. Kann Luigi Rabbit vielleicht irgendwie Leute reviven? Hatte irgendeiner die Eigenschaft zu reviven? Weil das werden wir brauchen. Das funktioniert so nicht. Oder wir müssen mehr Fertigkeiten, wir müssen irgendwie leveln, farmen. Alter Vater. Ja, wir sind jetzt tot. 100% Chance. 50%. Ob er diese 50% trifft? Oh, wow, er trifft. Die 50% sind auf jeden Fall in dem Match mittlerweile. Also in diesem Part sind es heute keine 50% gewesen. Weil aus 10 50% Treffern wurde 10 Mal getroffen. Sehe ich nicht so, dass das so sein kann. Wir gehen mal einmal in den Pilzpalast. Ah, fick mich quer. Schade. Peach, kannst du uns einen Tipp geben? Warum hast du eigentlich immer nur den Spaß? Ich habe kein Stück Spaß gerade. Aber danke, dass du mir nochmal einen reinwürgen wolltest. Du Flittchen. Ist das die Kampfzentrale? Das ist die Kampfzentrale. Weil vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir wieder zurückgreifen müssen auf Rabbit Luigi. Schwachmacher. Was macht denn der Schwachmacher? Schwächt gegnerische Waffen in der Nähe von Rabbit Luigi. Ja. Kann halt krass sein, aber. Weißt du? Steigert den von Rabbit Luigi zugefügten Schaden, während man sich in erhöhter Position befindet. Könnten wir den hinbringen? Dann könnte der da viel Schaden machen. Vampirraserei zieht mehr Kraftpunkte ab. Das halt. Mir wurde auch super oft nachgesagt, dass das der absolute Wahnsinn ist. Und dass ich das unbedingt machen soll. Erhöht den Rasereischaden. Ja, läuft dann ja einher mit dem da oben. Das ist eigentlich recht nice. Und den Teamsprung vielleicht erweitern. Das ist auch ganz cool. Wir werden jetzt gleich mal mit Rabbit Luigi reinjetten. Gucken, ob der irgendwas Cooles dann noch machen kann. Uns den Tag noch versüßen kann. Verfolgt einen Gegner ohne Unterlass und explodiert, wenn es in seine Nähe kommt. Wir haben noch nicht mal ihren Wächter. Vielleicht ist das auch nicht unbedingt doof, den mal zu holen. Ja, bei Luigi müssen wir jetzt nicht unbedingt skillen, weil den tauschen wir jetzt ja gleich eh erstmal aus. Nur erstmal, um zu gucken, ob das was bringt. Gibt mehr Münzen beim erfolgreichen goldenen Treffer. Das will ich dafür eigentlich nicht ausgeben. Waffenauswahl. Rabbit Luigi müsste jetzt eigentlich mal was Krasses kriegen, weil der dümpelt jetzt noch auf einer ganz schön gurkigen Waffe rum, ne? 5 Vampir-Chance, das ist nice. Komm, kaufen wir dir mal was Schönes, wa? Was hast du als Sekundär? Du hast deinen Raketenwerfer, ja. Dafür haben wir aber leider kein Geld. Minion. Und dann haben wir für euch auch kein Geld, eine Waffe zu kaufen oder so. Teamauswahl. Nehmen wir euch mal mit. Okay. Und dann würde ich sagen, versuchen wir das nochmal. Ach ja, wir mussten jetzt ja in den Dings reinlaufen, oder? War das so? Also wir müssen zur Kanone laufen, oder? Wir können uns jetzt nicht irgendwie hier per Start teleportieren. Ne, wir müssen da schon hinlaufen. Wo war denn die Ödlandwüste? Da hinten. Okay. Knackig auf jeden Fall, knackig. Ist völlig alles ohne Scheiß, ist völlig alles, alles verständlich, wie das hier alles abläuft, dass die Bosse auch so stark sind, finde ich auch gut, dass das Spiel nicht dauerhaft leicht bleibt oder so.
Aber ihr wisst, ich bin ein zynischer, cholerischer Mensch. Und wenn ich dann zweimal bei einem Bossfight direkt hintereinander verrecke, dann, werd ich böse. Aber wir müssen uns halt wirklich taktisch viel mehr Gedanken machen. Viel mehr hoch 10 Gedanken. So, besiege den Miniboss. That's the spirit. Weil den Einfachmodus will ich halt ungern benutzen. Ich will es ohne den Einfachmodus schaffen. Das ist das einfach, was ich möchte. So, was denn, wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal hier hingehst? Wen triffst du denn da unten? Da stand gerade irgendwas mit 100% bei einem. Jo, den. Macht aber nicht wirklich viel Schaden, von daher muss ja nicht. Wie weit geht das? Bis da. Da geht der meistens hin, der eine. Vielleicht ist das gar nicht so doof, das gleich mal einzusetzen. Gib dein Bestes. Es wäre so nice gewesen, hätten wir den damit getroffen. Ah, da muss ein Gegner für in der Reichweite sein. Okay. Alles so kleine Dinge, die man erstmal herausfinden muss. Bis wohin kann Mario nochmal laufen? Bis hier unten. Sollten wir vielleicht mit Peach hier unten hin. Da, wo Mario hinkommt. Schön hingefallen, Peach. Sehr gut. Gib's dein Bestes. Solche Leute muss es ja auch geben. So. Den erstmal einsetzen. Und dann auch auf ihn draufschießen. Vielleicht die 50% mal treffen. Wir haben so ein fucking Unglück, ne? Also, Real Rap, was geht ab? So, den schicken wir. Auf dich los. Auf den kann jetzt natürlich geschossen werden, ne? Auf den kann man schießen, ihr wisst es. Und wir machen die Schadensminderung mal. Jetzt muss man mal gucken, was wir machen können. Immunität gegen Supereffekte. Den hätten wir eigentlich einsetzen können, wenn der eine jetzt gleich in der Luft ist und auf Leute schießt. Weil das ist, glaube ich, so ein Supereffekt, kann das sein? Au. Fiesling. Hat aber ganz schön viel Leben, das kleine Ding. Krass. Okay. Schön auf Rabbit Luigi, ne? Ja, Mann. Immer auf klein. Da, wo es schmerzt. Hä? Oh, nice. Dann wird der auch einfach komplett mal aufgehalten. Ja, das ist ja auch nice. So, wir laufen auf jeden Fall einmal in den Reihen. Da kann ich nichts. Ich fände es halt so geil, wenn man dann noch mal auf den springen könnte, ne? Das fände ich nice. Mal schön einmal auf den drauf jumpen. So, und weißt du was? Ich weiß, ich krieg sowieso von ihm jetzt einen reingedrückt. Aber wir werden den jetzt erstmal enden. Mein Freund und Kupferstecher. Tschüss. Dann bist du nämlich schon mal weg vom Fenster. Weil die Kleinen, die haben halt auch irgendwie trotzdem verheerenden Schaden. Auch wenn es immer nur so ein kleiner Schaden ist, ist es trotzdem Schaden, der auch echt wehtun kann. Ich glaube, wenn wir dem erstmal eine Menge Schaden machen, das ist auch nice. Schade, da ist Luigi jetzt leider nicht drin. Er kann ihm mit Glück auch noch Vampirschaden machen, das ist halt cool. Vampirschaden, cool. Nice. Das hielt uns nämlich, by the way. Wir stecken uns, werden getroffen, ja. Passiert jetzt leider. So, ihr habt minus 20 Waffenschaden. Für nächste Runde, hoffe ich. Ja, und hier müssen wir jetzt leider enden. Ja, für nächste Runde, sehr gut.
Ach, du kommst hoch zu uns. Ich hab vergessen, dass das ja geht. Ach, du Sack. Aber die minus 20 Waffenschaden sind echt ganz gut. Ein 50%-Hit, der nicht trifft. Den möchte ich diese Runde sehen von den Gegnern. Weil ich glaube es nicht. Man muss nur danach fragen. So ist das. Wird der jetzt nicht von seinem eigenen Ding wieder gehittet? Ach, du schmeißt das zu Mario. Das war schlau. Weil Mario ist jetzt einfach mal komplett tot. Die können mittlerweile untereinander so kranke Kombinationen machen. Das ist echt abnormal. Shit. Warte. Ja, dann machen wir damit vielleicht mit Glück sogar noch mehr Schaden. Ich vertraue halt den 50% nicht, deswegen will ich das jetzt gar nicht versuchen. Und stelle mich direkt neben den, damit ich den auch wirklich töte. Und Vampirschaden, hey, das ist nice. Dieses Vampirkram ist halt echt krass. Damit können wir unser Leben gut auffüllen. Das ist sick, das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Trotzdem lebt noch einer von den Kleinen, was scheiße ist für uns. 50%. Oh, verdammt, der hat uns getroffen. Oh, 50%. Oh, er hat uns nicht getroffen. Aber egal, wer sich rührt, der soll auf die Nase kriegen. Das heißt, Peach. Weil man bewegt sich ja automatisch da. Oh, das ist so... Oh, tut das weh. Hättest du nicht ein bisschen näher an ihm stehen können, dann hätten wir ihm Schaden machen können durch Raserei und ihn vielleicht sogar umbringen können. Kommst du da noch hin? Sie kommt sogar noch hin. Und du stellst dich dann einfach hier hin. Da hast du noch 100%. Bitte bring ihn um. Sag mir, du schaffst das. Die muss jetzt echt einen guten Hit machen, damit sie den umbringt. Das wird die nicht schaffen. Geile Sau. Das ist ultra nice. Das ist Einsatz, Freunde. That's what I'm talking about. Nice man. Fucking nice man. Ja, dich treffen wir mit 0%. Außer mit unserem Raketenwerfer. Der öffnet da mal eben die Pforten. Ich würde dann am liebsten eigentlich hoch zu dem. Aber das kannst du halt auch nicht bringen. Ja, und 0% auf den drauf zu klöppeln, bringt auch nichts. Können wir seinen Spezialeffekt rausnehmen? Wenn wir den einmal hitten? Also ist der jetzt nicht mehr auf der Hut und egal wer hier läuft, kriegt auf die Nase? Das ist halt das, worauf ich hinaus will, dass das nicht passiert. Versteck mich jetzt mal hier. Jetzt kann der mich zwar treffen, aber der dann eventuell nicht. Okay, okay, okay. Alles immer noch ultra knackig. Das ist schön, er trifft uns dadurch jetzt nämlich nicht. Und ihn triffst du auch nicht. Das heißt, wir müssen ihn erst wieder einmal jetzt mit irgendwas attackieren. Bevor wir zu dem hinlaufen oder so. Und das schaffen wir gerade nicht, das ist doof. Das heißt, einer muss auf jeden Fall Schaden in Angriff, also Schaden kriegen einfach. Wenn ich jetzt vorher meine Blase vermittle... Ja, das ist ja... Das wird nicht als Waffe deklariert, oder? Das... Upsala. Jo. Zu beenden einfach so. Das, was du benutzt, ist keine Waffe, oder? Präzision... SHD... Ich setze es trotzdem mal ein. Vielleicht ist es dann trotzdem eine Minderung. I don't know. War sogar eine Minderung.
Das ist nice. Könnte ich damit auf jeden Fall treffen. Zack. Ja. Machen wir. Auch wenn der oben jetzt gleich böse Miene zum leichten Spiel. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht. Ich brauche mal noch einen Sprichwortkalender, by the way, Freunde. Wenn wir uns jetzt nicht doof anstellen, könnte es vielleicht sogar irgendwie klappen, dass wir es schaffen. Wenn wir jetzt nicht blöde Hits reinkriegen. Und das sieht gerade doch ein bisschen fies aus. Aua, nein. Kritisch, shit. Und egal, wer sich bewegt, kriegt auf die 12. Es macht halt nur 30 Schaden, aber dann könnten wir halt mit Peach... Kann's Peach auf sich nehmen, nochmal einmal zu kassieren? Ja, kann sie. Aua, es tut mir leid. Oh Gott, ist das viel Schaden. Aber dafür ist er jetzt tot. Er ist tot. Beide Minibosse sind tot. Beide Minibosse sind dead. Und wir brauchen jetzt ja gar nicht mehr den Einzelnen töten. Wir müssen ja nur die Minibosse killen. Rabbit Mario ist übrigens auf dem Weg. Der hat seine Zunge freigeschlängelt. Oh! Rabbit Mario öffnet sich. Wir haben es geschafft, Freunde. Was zum... Ah, unser gefrorener Freund hat endlich beschlossen, sich uns anzuschließen. Eine blasse Imitation des Originals, klar, aber dennoch. Jeder Verbündete im Kampf gegen Bowser Jr. ist selbstverständlich willkommen. Ich schlage vor, wir ziehen uns in den Pilzpalast zurück, um unseren Freund auf den neuesten Stand zu bringen. Hä? Hä? Das ist der absolute Wahnsinn. Gott, ist das groß. Hell fucking yes. Das war schwer, aber gut schwer und hat sehr Spaß gemacht. Nice. Aufziehen, loslassen und dann schleunigst aus dem Weg. Geh und sieh dir Rabbit Marios Fertigkeitenbaum an, damit er fit für die Schlacht ist. Neue Waffen stehen zur Verfügung, sie können in der Kampfzentrale gekauft werden. Hell fucking yeah. Freunde, das war ein sehr hitziger Mini-Boss-Kampf, der aber unfassbar viel Spaß gemacht hat. Der auch getränkt war von Spannung, Angst, Verzweiflung, Euphorie und am Ende doch auch noch ein lustiges Ende. Das wär's für den heutigen Part von Mario Rabbids Kingdom Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben, da unten ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play oder beim nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprr.